Mechanical Chain Drive. So, ah, dankeschön. Hoi. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Ding ist, was du wolltest. Was ist das Ding? Das Ding. Ja, das Ding in meiner Hose ist es nicht. Ja, das wäre komisch, wenn ich das in meiner Tasche hätte. Das wäre sehr merkwürdig und verstörend. Ja. Ja. Könnt ihr einmal bitte hochlassen? Ja, das war, glaube ich. War das schon auf hoch? Nee. Weiß ich nicht, probier ich mal aus. Ja, ist gut. Alles gut. Noch mehr? Ja. Und stopp. So, dann mach ich. Bitteschön. Dann machen wir da mal noch Lüft her. Ummantelter Lüfter, Verzeihung. Ich kann einfach kein Bisschen fliegen, verdammt. Ja, ich bin vorhin auch schon mit dem Kopf reingestochen. Ja, genau. Den Besen. Besen, Scheiß gewesen. Ach so. Auch von dem brauchen wir auch noch ganz viele, ne? Aber die können wir ja bauen. What are you looking for? Ich habe bloß wieder Eisen hingelegt für die nächsten Eisenplatten. Platten, genau. Oh, ich sehe gerade eine Ebene ist falsch. Die muss ich nochmal abbauen. Scheiße. Warum hast du da falsch? Einen Block nach hinten. Wieso tust du das? Nicht wieder runterfallen, nicht wieder sterben. Nee, ich habe ja volle Herz. Ne, habe ich nicht. Es gibt immer so einen hässlichen Fettfleck auf dem Boden, ne? Mal was essen, du. Hast du mich gerade hässlich genannt? Nein, ich sagte Fettfleck. Oh, ich kann Crusader Boots tragen. Ohne. Weiß ich gar nicht. Aber zumindest ohne Einschränkung, ne? Yay! Ja. Yippie, yay. Ah ja, hier ist falsch. Ich hatte heute. Wie viele Grabsteine haben wir eigentlich noch im Friedhof gehabt? Die hat alle Peter im Inventar. Oder? Oder hat er sie weggepackt? Nee, die habe ich da in die Truhe getan. Ja. Okay. Ja, dann sind noch welche da. Möchtest du kleiner mit zwei Sätzen, oder? Ja, ich brauche jetzt einen erstmal. Ja, aber es gibt ja noch jemand, der gestorben ist. Nein, das ist Quatsch. Klaus. Klaus ist gestorben. Der Klaus. Achso, wenn der Border nicht aktiv ist, ist auch die Presse natürlich jetzt nicht aktiv. Right. Das Geile ist ja, wenn wir dann hochleveln, dann kriegen wir ganz neue Möglichkeiten. Oh ja, ich bin auch schon gespannt, ne? Ich habe schon ewig kein Biom Supplenti Nether mehr gesehen. Ach stimmt, das ist ja komplett verändert wahrscheinlich. Genau. War ich schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal im Nether war. Ja, und das dann. Ganze ohne Peter im Nether. Ja, da war der Jules dabei. Da bin ich mit Jules, da habe ich Minecraft das erste Mal in meinem Leben durchgespielt. Du hast Minecraft schon mal durchgespielt, okay. Das erste Mal, dass ich im End war. Seit fast 10 Jahren, Mensch. Ja, der geht doch schon ins End, was soll man da? Netherit holen. Was diverse Leute immer noch nicht kennen, glaube ich. Aber ich dachte, Netherit war im Nether und nicht im End. Ah ja, stimmt. Ja, Elytra holen. Ja, genau. Das ist was anderes, ja, genau. Aber dafür haben wir doch einen Besen. Stimmt. Oder du dein Schokobo. Genau. Mein Hü-Hi-Hü, bitte. Ja, sorry. Hü-Hi-Hü. Oh, was ist das denn? Hat das geklappt? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Na? Ich kann ja hier schon mal fertig bauen auf der Seite. Ich will fertig bauen, das wird. Oh. Ja, ganz fettig. Heiß und fettig. Ich bin gespannt, wie viel hier gleich spawnen. Was meint der Chat? Wie viel spawnen hier gleich? Ist das okay oder spawnt hier fast gar keiner? Eins. Genau, oh drei. Dann werden wahrscheinlich voll die Ding losgehen, oder? Die Schallplatten. Das kann passieren, ja. Oh, das wird ein Spaß. Wer geht los? Was geht los? Der Schalter? Welcher Schalter? Nein, die Schallplatten. Ah, ja, da ist bestimmt gute Party dann. Ja, ich glaube, wir müssen noch nachher die Musikblöcke ausmachen. Nicht nur das, wir müssen auch generell vielleicht mal die Umgebung dann nochmal ausleuchten. Ja, genau, die Gänge. Aber erstmal brauchen wir das hier. Mindestens 5, okay. Sonst kriegen wir es ja nicht zu hören heute. Bisschen musikalische Untermalung. Okay. Boah, muss doch gehen gleich hier. Muss so weit von abgehen, vielleicht.
Ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal noch Peter das Technik-Genie. Oh. Peter das Technik-Genie noch einfügen. Hast du da noch? Nee. Nee, das war bloß das Kuhkult-Kind haben wir, glaube ich, drin gehabt, oder? Nein. Nee, auch nicht. Oh Gott. Was haben wir denn überhaupt drin? Hermann und Elfriede haben wir. Ja. Nein, auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Ja, verdammt. Oh. Nimm doch nicht einfach alles raus, würde ich fragen, du. So, wartet jetzt hier auf der Seite. Muss mal zählen. Wer läuft hier runter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich 10. Mach das da unten auch richtig. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was in seinem Kopf ist, ne? Sieht ja, das denn richtig aus? Ich hoffe. Hi. Es sieht schon irgendwie richtig aus, ja. Haben wir noch Sachen? Okay. Was für Sachen? Was für Sachen? Lüfter. Nein, weil die Presse, oben, die Presse ist oben aus. Ich krieg deswegen keine Eisenplatten. Ach so, ja, dann mach du an. Ja, aber dann geht ja der Bohrer weiter. Da ist ja kein Bohrer mehr dran. Ach so. Okay. Deswegen. Warte, ich fahr einmal mit hoch. Hast du noch geschafft? Okay. Oh, Gott sei Dank. Weil der Friedhof wird langsam echt voll. Du wirst notfalls auch dann ein Zahnrad wegnehmen können. Ja. Und vor allem, jetzt kommt ja eh gleich die Szene, oder? Jetzt auch. Welche Szene? Hör hin. Genau die Stelle, was ich jetzt gerade gemeint habe. Der Friedhof platzt aus allen Nähten, ne? Ah, okay, okay. Oh Gott. Was war das? Als ob ich es gewusst hätte. Okay, ja, Eisenplatten, schneller. Glaubst du, die Presse würde... Meinst du, die würde schneller gehen im Windrad? Ja, auf jeden Fall. Die würde allerdings aktuell schneller laufen, ja. In der Windmühle. Ja, genau. In der Windmühle? Mhm. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Oh, auf die geht, so muss ich wirklich noch gehen, verdammt. Ja, ich wahrscheinlich auch leider gleich. Später können wir einfach unten Wasser hinmachen mit Lüfter und dann die ganzen Plattformen hochziehen bis hier oben. Okay. Ist jetzt doch sehr weit unten drin, aber dann spawnen da auch wenigstens Monster, wenn man oben ist. Ah, okay. Ich verstehe. Ich habe jetzt die drei Lüfter mal abgebaut, ne, die du noch da dran hattest. Jetzt ist er natürlich weggegangen, Mensch. Jetzt hast du sie im Inventar. Oh. Dankeschön. Die standen hier so einsam rum und ich habe mir gedacht, ich glaube, die brauchen wir da nicht. Ja, die haben schon richtig geweint, die Lüfter. Ja, die wollten zu Peter, die haben sich so einsam gefühlt. Bei diesen komischen Leuten, die keine Ahnung haben von dem. Aha, geht doch. So, jetzt brauchen wir wieder das da und das da. Dann. Und ich warte ein paar Steine damit. Ich warte bloß auf die nächste Todesnachricht, echt wahr. Nee, das ist Quatsch. Oh, der war knapp. Warum geht das? Achso, das Wasser geht nach hinten, habe ich gerade schon gewundert. Haben wir da nichts zugemacht? Nee, scheint nicht so. Was bringt dein Kochen-Skill? Also in echt weiß ich's, aber hier nicht. Boah, ich weiß nicht, hat man vielleicht weniger Hunger oder so? Ich habe da noch nicht nachgeguckt beim Kochen. Meinst du, es ist dann leckerer und es ist sättiger da? Kann sein, ja. Dass vielleicht auch nicht ganz so viel essen muss. Ah, okay. Lass du die Finger von meinen Blöcken. Lass du die Finger von meinen Blöcken. Meine. Au. Oh. Meine. Das sind meine Blöcke. Du brauchst die doch gar nicht. Du craftest doch gar keine Lüfter. Gib mir meine Blöcke. Ich wollte dir bloß helfen. Danke. Guck mal, du kannst hier oben drauf mal zumachen und da was beleuchten. Ach ja, by the way, du hast auch deine French. Ich wollte gerade sagen, du hast die French aus meinem Ding geklaut. War nämlich. Nein, hab ich nicht. Ja, der Rucksack war gerade so nackig. Hier drauf müssen Blöcke und Fackeln. Fackeln? Ja, dann. Wo müssen Fackeln? Warte, ich hab noch. Hier oben, auf den sogenannten. Ihr nennt es Bruchstein. Halt, ich hab dir da gerade Fackeln noch. Ich nenne es Cobblestone. Immer diese Noobs. Ich esse jetzt eine Chorizo. Eine Chorizo. Wie heißt die auf Deutsch? Ja, eigentlich auch so, oder? Chorizo? Nee, Chorizo.
Nein. Chorizo. Ja, genau. Das, der Typ mit den blauen Haaren. Genau. Deswegen habe ich gerade so lachen müssen, weil das eigentlich gerade versehen war. Ich glaube, die heißt bei uns im Deutschen auch so. Ja, ich glaube. Okay. Ja, also auf jeden Fall im Modpack, ja, da heißt sie auch so. Aber gibt's eine, weiß das irgendjemand, ob es da eine deutsche Bezeichnung für diese Wurst gibt? Ich kenne die auch nicht bei dem Namen, also ich glaube. Ja, ich. Oder so, so. Ja, meine Nase juckt. Die Nosen. Die Nosen juckt. Ja, die ist Make-up nicht gewöhnt, ne? Make-up? Ja, Marke Up. Bin ich auch drauf. Glaube ich dir sofort. Oh. Aua! Da ist jemand gestorben. Oh Gott. Oh Mann, oh. Ich dachte, es wäre nicht so tief, Mann. Nochmal. Nee, mein Make-up ist eigentlich meine Kamera. Ach so. Filter. Also. Filter? Genau, die Kamera hat lustigerweise einen Make-up-Filter. Und den hatte ich mir auf Stufe, also als ich die neu hatte, hatte ich die maximale Stufe drin. Und das sah einfach aus wie so ein, boah, ich weiß gar nicht, so ein TikTok mega krass übertriebener Mega-Filter. Okay, und dann habe ich Stufe 1 gemacht und das reicht. Okay. Das sieht man nicht. Aber es ist ein bisschen glatter alles. Was ist das für eine Cam? Eine Sony. Okay. Irgendwas. Die können wir uns nicht leisten, wir armen Schlucke. Ich bin froh, dass mein Rode gerade mitmacht, hey. Ja, das Rode. Ist Glück, du. Sei froh, dass dein Internetkabel geht. Oh ja. Nach der letzten Woche. Ist mal echt dankbar für. Da ist ein Bagger durchgegangen bei ihr. Das war ein bisschen blöd. Ja. Moin! Ist mit dem Kabel denn durchgegangen, du? Guten Tag! Willst du nicht gleich deine Lüfter mitnehmen? Ja, schmeiß runter ins Wasser. Ins Wasser. Das ist ja lustig. Vielleicht, wahrscheinlich kommen die hoch, oder? Nee, die schwimmen schon runter. Ja, die schwimmen wahrscheinlich Items. Die müssten jetzt. Ja, die müssten nacheinander runter schwimmen eigentlich. Zu ihm. Die liegen jetzt alle hier auf der Cobblestone-Plattform. Oh. Wie viele waren das? 16 habe ich jetzt gerade. 17 waren es, glaube ich. Achso, dann ist einer runtergesegelt. Ah, den habe ich eingesammelt. Gib's mir. Ja, ich geb's dir. 17 Stück, nice. Oh Mann. Oh Gott. Eieiei. Was macht unser Kettengetriebe? Was? Kettengetriebe? Habe ich dir da vorhin schon geschmissen? Unser Chain Drive. Ich habe dir da vorhin diesen komischen Kettending da runtergeschmissen. Ring-Ding-Ding. Ja, ein. Achso, wie viel brauchen wir da? Alle. Ja, auf 90 Stück? Nee, da war ich ein bisschen anders, aber schon so ein paar. Okay. Also 2 Stück. 2, genau, ein paar. Ich hab dir doch da einen gegeben. Ja, wenigstens, okay. wenigstens hat er keine weiße bestellt. Gell, weiße immer in einzelnen, ne? So ein Stack vielleicht? Ein Stack? Was? Wie bitte? Gott. Ja, man redet immer in Stacks bei Create. Oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall eine schnellere Presse. Wie baut man die denn, bastel ich nochmal fix an bei den Minen? Aber da braucht man doch keine Presse für die Chain Drives, oder? Nee, ich glaube nicht. Meine Pickaxe ist kaputt gegangen. Das war das Kettengetriebe, genau. Meine Schweineaxt? Da nicht, nee. Da genau, meine Schweineaxt. Das so. Oh ja. Jetzt sagen sich bestimmt viele so, warum hast du denn keinen Diamanten? Pickaxe, die darf ich noch nicht benutzen, weil ich einfach zu dumm bin dafür. Genau, man darf auch am Anfang, also ich darf auch nur ein Holzschwert benutzen. Weil alles andere kann ich nicht benutzen. Da guckt meiner irgendwie so doof drauf und sagt, hey, was ist das denn? Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Oh, hier sind ja Chain Drives runtergepurzelt. Ja, so. Hier dahin. Hey, die hat irgendjemand ausgekotzt. Ja, du weißt es bestimmt nicht. Wo bist du denn schon wieder? Ach da. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich den Antrieb hinbaue, aber das überlegen wir uns dann. Halt. Falscher Rucksack. Baurucksack. Der ist hier. Der ist hier. Aua. Oh. Bitte nicht schon wieder.